Sehen Sie, Ja. genau, also Sie sehen Begabungsförderung unter Verwendung bilingualer Module, Deutsch-Englisch in der Fachschule für Sozialpädagogik, Erzieher, Erzieherin, EEPE, PIA, Elementarpädagogik. Ein fragebogengestütztes Konzept. Das ist ein sehr langer Name. Begabungsförderung als Thema, das vorgegeben war unter Verwendung bilingualer Module. Die Fachschule ist, die Anlage E ist eine Weiterbildung im Bereich der Sozialpädagogik. Und die PIA-Elementarpädagogik ist eine praxisintegrierte Ausbildung, die Studierenden, es sind ja keine Schüler in der Weiterbildung, sind 3 Tage die Woche in der Schule und 2 Tage die Woche in den Kitas. Gut. Dann, wo sind wir denn überhaupt? Das ist mir sehr wichtig. Und zwar sind wir im Ruhrgebiet in Bochum. Und da ist einmal die Landkarte für da. Und die Aufgabe oder das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein Konzept zu entwickeln für die Begabungsförderung innerhalb dieser Fachschule am Alice-Salomon-Berufskolleg in Bochum. Und dazu sollten bilinguale Module verwendet werden. Und um das Ganze ein wenig wissenschaftlich zu untermauern, wurde ein Fragebogen verwendet. Und dazu gleich noch einmal mehr. Insgesamt gab es 3 Forschungsfragen, einmal für den Fragebogen sowie für die Erstellung des Konzeptes. Also für den Fragebogen war einfach die ja, zugrunde liegende Frage: Lassen sich bilinguale Module im bilingualen Religionsunterricht in der Fachschule für Sozialpädagogik umsetzen? Und trifft diese Idee auf Zuspruch bei den Studierenden? Die Sache ist ja die, es gibt ja wesentlich mehrere Schulen als nur eine. Und sollte es jetzt so sein, dass wir sagen, wir machen einen Bildungsgang mit bilingualer Akzentuierung, könnte es ja sein, dass einige abgeschreckt sind und eben nicht unsere Schule besuchen und wir hätten dann einen Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen. Deswegen war der Gedanke der, wir konstruieren einen Fragebogen und fragen einmal ab, wie sieht es denn aus, wenn wir ab Sommer einen Bildungsgang implementieren würden. Hätten die aktuell sich in der Fachschule befindenden Erzieher gesagt, jo, das hätten wir gerne gemacht, oder würden die sagen, auf gar keinen Fall? Gut, das war die Frage für den Fragebogen. Und dann war für mein Konzept eine ganz wichtige Frage, wie kann ich denn dieses Konzept unter Berücksichtigung der schulrechtlichen und auch schulstrukturellen Vorgaben umsetzen? Denn das Schulgesetz ist natürlich das, auf dem ich agiere. Und die Schule, zu der ich gekommen bin, die hat ja auch noch einmal Vorgaben, die ich dann berücksichtigen sollte. Gut, und dann mit Blick auf die Begabungsförderung können jetzt eigentlich diese bilingualen Module Ausgangspunkt für eine Begabungsförderung im Sinne des Enrichments sein. Und wie könnte ich das gestalten? So, und zur Struktur, das habe ich jetzt hier etwas anders formuliert als in der Diplomarbeit als solches. Als erstes würde ich einmal das Bedingungsfeld darstellen unter den rechtlichen und schulorganisatorischen Gesichtspunkten. Dann einmal die statistische Erhebung des Schülerinteresses und die Auswertung, bezogen auf die Idee, bilinguale Module zu implementieren. Dann einmal die Darstellung der bilingualen Module in ihrem schulrechtlichen Kontext. Dann auch eigentlich noch eine Positionsbestimmung unter methodischen Gesichtspunkten. Die fällt hier etwas knapper aus als in der Diplomarbeit, weil ich gedacht habe, wir sind alle biliversiert und ich muss da nicht nochmal komplette Didaktik erklären. Und dann aufbauend darauf eigentlich mein Herzstück, wieso ich auch sagte, zeitlich würde ich die Zeit gerne nutzen, nämlich das Konzept, mit dem dann der Unterricht gestaltet werden kann. Gut, ich fasse mich ja mal etwas kürzer, die Rahmenbedingungen der Begabungsförderung, da ich ja jetzt im Bundesland NRW agiere, würde natürlich jeder diesen Punkt für sich selbst einmal umsetzen. Aber im Bundesland NRW und gerade bei mir jetzt in der Bezirksregierung Arnsberg ist es so, dass wir natürlich im Schulgesetz die Förderung spezieller Schülergruppen sowie auch die Begabungsförderung aufgegriffen haben und wir also im Schulgesetz eine Basis für das vorliegende Konzept finden. Genau. Und dann ist es an meiner Schule so, dass wir auch bereits im Schulprogramm steht drin, dass CLIL, Content Language Integrated Learning, erweitert werden soll. Wir haben Erasmus-Projekte, also alles Dinge, die auch von meinen Kollegen und Kolleginnen mitgetragen werden würden. Dann, was viele nicht wissen, das Bedingungsfeld der Fachschule. Da sieht es so aus, dass wir eine sehr heterogene Studierendenschaft haben von Personen, die aus der Kinderpflegeausbildung kommen, von Personen, die Abitur gemacht haben oder auch Leute, die über den zweiten Bildungsweg kommen, Studienabbrecher und so weiter und so fort. Tatsächlich ein Bedingungsfeld mit einem wahnsinnig spannenden Hintergrund und sehr viel Potenzial, was man benutzen kann, um darauf aufzubauen. Gut, und dann habe ich noch den Punkt bilinguale Module als Segen der Begabungsförderung. Da hat das Berufskolleg eine Sonderstellung. Wenn wir in die Vorgaben schauen, gibt es da
Punkte, wo wir eine sehr, sehr positive Situation haben. Nämlich in Nordrhein-Westfalen kann ich am Gymnasium, wenn ich im Vorfeld keinen bilingualen Zweig besucht habe, Entschuldigung, kann ich den nicht in der Klasse 11 wählen. Ja, also alles baut aufeinander auf. Am Berufskolleg kann ich das aber. Ich muss die Vorbildung der Studierenden nicht berücksichtigen. Ich bin ganz frei in meiner Entscheidung. Und das ist etwas sehr Positives, wo das Schulgesetz uns diverse Türen öffnet. Statistische Erhebung des Schülerinteresses und die Auswertung, die möchte ich einmal gleich zeigen. Und zwar ist das Ziel, dass wir einmal wissen, ja, welche Erkenntnisse habe ich für die Erstellung des Begabungsförderkonzeptes für eben diesen Bildungsgang und welche Einstellung haben meine Studierenden? Und daraus soll dann ein Rückschluss gezogen werden auf das Anmeldeverhalten. Wie ich schon gesagt habe, wir brauchen ja auch die Schüler, die dann zu uns kommen. So, wie habe ich denn jetzt an der Stelle geforscht? Ich habe gesagt, das ist eine bisschen, ich würde sagen, verkürzte Forschung. Ich habe eine Befragung durchgeführt mittels eines quantitativen Fragebogens mit geschlossenen Fragen und da habe ich dann ja, Herrn Pirners Fragebogen verwendet und ich habe ihn durch vier Fragen modifiziert. 121 Studierende der Fachschule habe ich befragt. Ich bin also einmal quer durch sämtliche Klassen gegangen, habe den Studierenden vorgestellt, was ich machen möchte und habe sie mit dem Fragebogen befragt. Ich denke, uns allen ist der Fragebogen bekannt. Am Anfang wird das Geschlecht abgefragt und dann auch noch einmal die bisherige Teilnahme am bilingualen Unterricht. Und dann kommt ein Hauptteil mit 24 Fragen mit standardisierten Items zur Beantwortung. Ich habe den jetzt hier nicht aufgenommen, weil uns den eigentlich allen bekannt ist. Hier noch einmal eine kurze Übersicht. Die 11 Skalen, die Herr Pirner aufgebaut hat, sind hier zu sehen unter den Punkten A bis H. Und dann habe ich ergänzt I, die Einstellung zu einem bilingualen Angebot innerhalb der Fachschule Sozialpädagogik und J, die zukünftigen Berufswünsche, bei denen die bilinguale Ausbildung von Vorteil sein könnte. Also einmal quasi, ja, würden Sie also in dem Fragebogen ein bilinguales Angebot begrüßen und dann auch nochmal gucken, haben die eigentlich Versionen, wo sie später hin möchten? Also Sie können ja auch in andere Länder gehen, Sie können gucken, möchte ich an einen Bili-Kindergarten? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch eine Skala hinzugefügt, die wir dann Variable Billy genannt haben, aus verschiedenen Fragen, die einmal in dem Fragebogen von vom Herrn Professor Dr. Pirner drin gewesen sind und dann auch nochmal von I und J. Und diese Skala haben wir gebildet, um die Einstellung zum bilingualen Unterricht inklusive möglicher hemmender Faktoren darzustellen. Denn es gibt die Frage 14 bei Professor Dr. Pirner, in der steht, ich fürchte, dass ich bei dem Religionsunterricht auf Englisch nicht so gut mitkomme wie im bisherigen Religionsunterricht. Und da wollten wir nochmal gucken, was haben wir eigentlich dann im Anschluss für einen Mittelwert. Gut. Die hinzugefügten Fragen, das war der Skala I, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, hätten Sie eine Ausbildung zur Erzieher oder zum Erzieher, Erzieherin mit bilingualer Akzentuierung gewählt? Also quasi einmal rückblickend, wie hätten Sie sich entschieden? Und wünschen Sie sich aktuell ein bilinguales Angebot, Fächer gerne rechts neben der Tabelle ergänzen. Und weil es mir auch wichtig gewesen ist für die Konzipierung, gibt es vielleicht Fächer, wo die Studierenden sagen, die hätten wir wahnsinnig gerne. Religion kann ich anbieten, die anderen Fächer müsste man überlegen, welche Kollegen man ins Boot holt. Und dann die Skala J, die zukünftigen Berufswünsche. Also würden Sie gerne für die Arbeit in einer bilingualen Kita methodisch oder sprachlich ausgebildet werden? Die Frage fand ich sehr wichtig, weil die Methodik natürlich auch Relevanz hat. Wie arbeite ich eigentlich mit Kindern? Und dann noch einmal, wie sehen Sie Ihre sprachliche Qualifikation? Und würden Sie gerne später an deutschen Kitas und Schulen im Ausland arbeiten? Vielen Studierenden ist das noch gar nicht so bekannt, aber es könnte ja auch sein. Das heißt, im Vorfeld habe ich die darüber aufgeklärt und dann kamen auch noch mal interessante Ergebnisse. Okay. Dann die Ergebnisse und die Interpretation. Ich habe jetzt hier nicht alles aufgeführt. Wenn da nachher jemand enttäuscht ist, die Diplomarbeit beinhaltet alle Fragen, aber für uns jetzt in diesem Rahmen, denke ich, ist es relevant zu gucken, was kommt bei der Skala I raus, bei J und bei der Variable Bili. Da ist es so, dass ich das hier einmal aufgeführt habe, und zwar Einstellungen zum bilingualen Angebot in der Erzieherausbildung. Und das Histogramm sowie dann auch die detaillierte Aufteilung der Prozente zeigt, dass 24,2 der Studierenden einem bilingualen Angebot innerhalb der Erzieherausbildung positiv gegenüber eingestellt sind.
Und was ich sehr interessant fand, war, dass 15,7 bereits Erfahrungen mit bilingualen Unterricht gemacht haben. Nicht alle möchten den fortführen, aber wir haben 15,7% der Studierenden, die ein Wahnsinnspotenzial mitbringen. Und das möchte ich eigentlich nicht brach liegen lassen, sondern in meinem Unterricht nutzen und auch, wie gesagt, als Multiplikator. Gut, also 24,2% stehen dem positiv gegenüber. Und J, das war zukünftige Berufswünsche. Das fand ich sehr interessant, denn 33,1% der Studierenden haben Berufswünsche, für die eine bilinguale Ausbildung eine Unterstützung sein würde. Und das ist ja toll. Das heißt, wir haben ganz innovative Studierende, die genau diesen Gedanken, den wir innerhalb unseres Netzwerkes innehaben, eigentlich leben oder leben möchten. Auch da wieder eine Basis für das Bili-Angebot. Und die Variation Bili, Einstellungen zum bilingualen Unterricht, die die Fragen 1, 6, 14, 21 und 22 zusammenpassen, fassen, Entschuldigung, zeigen, dass 36,3% oberhalb des Wertes 2 einen deutlichen Zuspruch zeigt. Also 36,3% sind dafür, dass ein Bili-Angebot ja, durchgeführt wird. Und das ist natürlich etwas wieder, wie kann ich etwas gegenüber meinen Kollegen, gegenüber meiner Schulleitung oder vielleicht auch gegenüber der Bezirksregierung argumentieren? Da brauche ich ja diese Werte. Und 36%, da muss ich einfach sagen, da denke ich, öffnen sich Türen. Ja? Und natürlich gehe ich dann auch davon aus, dass dieser Gedanke auch bei den zukünftigen Studierenden präsent ist und dann auch zu einer Anmeldezahl führen wird. Gut, das war nochmal das Histogramm dazu. Und dann habe ich jetzt einmal die Darstellung von den bilingualen Modulen im schulrechtlichen Kontext, weil das sind natürlich Dinge, wenn ich Konzept überlege, muss ich ja wissen, in welchem Rahmen bewege ich mich. Das ist relativ gut nachzulesen. Und zwar habe ich auf NRW bezogen, in der APOBK und in den Verwaltungsvorschriften die dafür gültigen Gesetze. Und wenn ich dieses vorhabe, dann muss ich natürlich einige Wege gehen. Im Schulgesetz gibt es verschiedene Bereiche. Ich kann einmal natürlich sagen, ich mache einen bilingualen Bildungsgang. Ich kann aber auch bilinguale Module wählen. Ich habe jetzt hier nur die bilingualen Module aufgeführt, weil es ganz, ja, weil es diverse Vorteile bietet, nämlich, dass ich es nicht von der Bezirksregierung absegnen lassen muss, sondern ich kann innerhalb meines Bildungsgangs überlegen, ob ich es machen möchte und kann dann in Abstimmung mit der Fachkonferenz des Sachfaches das besprechen und in der didaktischen Jahresplanung dokumentieren. Was wir alle wissen, ist, dass wir die Lehrbefähigung in beiden Fächern brauchen oder der Lehrer benötigt den Nachweis C1. Und der bilinguale Unterricht in Modulform darf maximal ein Drittel der Unterrichtszeit in Anspruch nehmen. In den Verwaltungsvorschriften ist nicht definiert, wie viele Fächer. Das heißt, rein theoretisch kann ich es in allen Fächern anbieten mit ein Drittel der Unterrichtszeit. Und was dann noch eine Besonderheit am Berufskolleg darstellt, ist das Lernfeldkonzept. Das heißt, wir arbeiten in Lernfeldern, wir arbeiten sowieso fächerübergreifend und können natürlich da auch sehr gut mit bilingualen Lernsituationen an die anderen Fächer andocken und sind somit immer handlungsorientiert und innerhalb der Berufswelt der Studierenden. Ja, und jetzt kommt eigentlich das Kernelement, nämlich aufbauend auf diesen bilingualen Modulen wird das Konzept zur Begabungsförderung für die Fachschule EEPE PIA Elementarpädagogik kreiert. Und da bin ich jetzt an der Stelle auch sehr stolz drauf, weil der Kern der Arbeit ist. Und dann haben wir hier einmal ein Modell der Begabungsförderung für die berufliche Weiterbildung unter Verwendung von bilingualen Modulen. Das habe ich quasi konzipiert und hier auch anwesend der Herr Pankop, der hat das dann für mich gezeichnet und auch nochmal gemeinsam durchgesprochen. Ich werde jetzt hier einmal durchgehen durch das Modul gleich. Ich denke, dass viele von Ihnen einzelne Elemente wiederfinden und wir haben sie in dem folgenden Bild festgehalten. Das, was Sie jetzt vor sich sehen, ist quasi unser Modell der Begabungsförderung für die berufliche Weiterbildung. Das haben wir so genannt, damit das natürlich auch andere Menschen übernehmen können. Und wir stellen uns vor, wir gehen jetzt in dieses Haus. Viele Cs kennen Sie. Culture, Cognition, Content, Communication, das sind die 4 Cs, die Ihnen allen bekannt sein sollten von Professor Dr. Coyle als 4C-Framework. Und dann haben wir überlegt, super, wir wollen es aber noch ergänzen. Und es gibt Elemente innerhalb der Begabungsförderung, wo wir über Professor Dr. Renzulli, den Bereich der Creativity,
deutlich benötigen, um eine maximale Leistung bei den Studierenden oder auch bei den Kindern überhaupt erst zu generieren. Das heißt, wir haben gesagt, Creativity ist so ein wichtiges Element, dass wir das mit aufnehmen möchten, wenn wir Unterricht konzipieren. Also würde ich mich dann in Zukunft hinsetzen und habe die 4 Cs plus Creativity, also quasi 5 Cs, und baue auf diesen meinen Unterricht auf. Was wir auch schon gehört haben, ist, dass wir natürlich eine Unterstützung benötigen. Die Prozesse, die im Unterricht stattfinden, müssen sprachlich begleitet werden und die Studierenden benötigen Hilfsmaterialien. Das heißt, links am Haus dran gebaut ist unser Scaffold. Das benötigen wir auch. Und dann gibt es natürlich die Lernzieltaxonomien. Das heißt, wenn ich Unterricht konzipiere, Arbeitsaufträge überlege, dann habe ich im Kopf, dass ich meinen Unterricht aufbaue auf der Lernzieltaxonomie, jetzt hier von Gradwohl, abgeleitet von Bloom. Und das ist ganz interessant, weil ich meinen Unterricht öffne und kreative Lösungsansätze biete, damit jeder Studierende in maximale Leistung kommt. Habe ich auch divers jetzt im Unterricht ausprobiert. Sehr einfache, absolut effektive Sache. So. Das heißt, in diesem Haus mit dem Scaffold dran sind erstmal alle Elemente vereint, die wir eigentlich aus klassischen Lerntheorien kennen, plus die wir von CLIL kennen und Creativity nochmal ein sehr wichtiger Bereich der Begabungsförderung in Anlehnung an Renzulli. So. So baue ich meinen Unterricht auf. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte noch weitere darüber hinausgehende Elemente haben, dann gehe ich in den Garten, über die Treppe zu meinem Baum. Und das ist unser Enrichment Tree, den wir verwenden, wenn wir Studierenden noch ein ergänzende Inhalte anbieten möchten. So, den muss man sich jetzt einmal kurz gleich abspeichern, weil ich gleich noch weitere Folien benötige, um das adäquater zu erklären. Man sieht aber hier das Total Talent Portfolio und das Compacting. Und dann haben wir drei Äste mit Typ 1 Enrichment, Typ 2 Enrichment und Typ 3 Enrichment. Genau, das sind alles Wörter, die man, sobald man mit Begabungsförderung in Kontakt kommt, darüber stolpert man automatisch. Compacting ist klar, eine Lehrplanstraffung, ein Total Talent Portfolio. Portfolio ist allen ein Begriff, wo ich Lernprozesse drin festhalte. Und dann ist es spannend, was ist denn eigentlich ein Typ 1 Enrichment, Typ 2 oder Typ 3? Das erkläre ich gleich. Und jetzt muss ich einmal schauen, diese Dinge habe ich erklärt. So, der Baum zeigt ja einmal das Compacting, die Bildungsplanstraffung, dann das Talentportfolio und das Enrichment. Bildungsplanstraffung ist klar. In der Sekunde, wo ich sage, ich möchte einem Studierenden etwas über den regulären Inhalt hinaus anbieten, muss ich mir überlegen, kann ich den Unterrichtsinhalt, ja, letztendlich den Inhalt, den ich für den Unterricht vorgesehen habe, etwas straffen, um Platz zu schaffen für ein Enrichment. Gut. Das ist etwas, was geplant werden muss und was dann auch durchaus funktioniert. Und wenn ich jetzt gucke, was kann ich denn für Enrichment anbieten, dann habe ich hier einmal Ideen. Jetzt muss ich sagen, das sind natürlich Ideen für die Weiterbildung innerhalb der Fachschule. Wenn ich mir das für die Grundschule angucke, sieht es anders aus. Aber ein Typ 1 Enrichment wäre, dass ich bei den Studierenden Interesse an den verschiedenen Themen wecke. So. Und da habe ich hier einmal aufgeführt, zum Beispiel der Besuch der Kinderuni in Dortmund oder auch Themen der digitalen Drehtür der Uni Dresden. Das sind Dinge, die Studierenden der Fachschule sind natürlich auch in ihrem Umfeld und denen einmal einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, auch innerhalb des Unterrichts. Ja? Dann ein Typ 2, das ist jetzt wieder auch sehr bezogen auf die Fachschule. Es ist nämlich so, dass sehr viele Studierende am Anfang tatsächlich so ein bisschen überfordert sind mit: Jetzt habe ich so viele Projekte, die ich machen muss. Wie plane ich das alles? Das heißt, ein Typ 2 Enrichment kann auch sein, dass ich mit den Studierenden Zeitmanagement, Projektplanungstools durchgehe oder die Studierenden darin unterstütze, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und es kann aber auch sein, dass ich mal sage, wie konzipieren Sie eigentlich Fragebögen oder Techniken, mit denen Ergebnisse grafisch dargestellt werden oder sich erfassen lassen. Sowas kann ich im Typ 2 anbieten. Also immer der Blick auf den Studierenden selber. Einmal, wie kann ich eigentlich bei mir nochmal andere Bereiche aktivieren, von denen ich vielleicht gar keine Ahnung hatte? Dann, wie kann ich mein eigenes Arbeitsverhalten optimieren? Und bei Typ 3 würde man explizit eine Bildungsplanstraffung benötigen, weil dann eigenständige Projekte durchgeführt werden würden, eben von den Studierenden.
Das ist ein bisschen anders als in der Sek 1 oder Sek 2, weil diese Studierenden, da müsste man jetzt tiefer in den Lehrplan einer Fachschule einsteigen, die haben auch Stunden, die sie in eigenverantwortlichen Arbeiten am Wochenende quasi ableisten müssen. Und da kann man natürlich auch sagen, wenn ein Studierender sehr gut in seinem nötigen Lerninhalten ist, dass man sagt, okay, dann arbeite doch für dich an einem Projekt und das kann dann wiederum in den Unterricht einfließen. Also solche Dinge können angedacht werden. All diese Dinge bezogen auf das Enrichment sind für mich in meiner Denkweise immer eine Förderung an alle. Also dieser ganze Gedanke der Begabungsförderung, den sehe ich, das habe ich eingangs nicht artikuliert, ist mir gerade aufgefallen, wirklich als Breitenförderung. Also wie ich gesagt habe, 15,7% kommen mit einem Bili-Wissen. Da ist wirklich Potenzial. Ich habe aber auch Leute, die kommen, die haben vorher eine Ausbildung gemacht. Ja, und oder ich habe welche dabei, die sind ganz engagiert im Fußball und trainieren Jugendgruppen und so weiter. Auch diese kann man ja mit ihrem Potenzial einbinden und anregen, sich wiederum mit der Klasse oder mit der Jahrgangsstufe auseinanderzusetzen und das Ganze voranzubringen. Ja, genau. Also habe ich mit diesem Baum einmal die Sache, dass ich ja, Begabungsförderung anbiete und dass die Methode für meine Begabungsförderung sind die Four Cs, Kreativität, Scaffold, Lernzieltaxonomie und mein Baum. Ist so, das wissen wir ja alle, dass bei diesem Konzept der Religionsunterricht auf Englisch läuft. Zusätzlich haben die Erzieher auch noch Englischunterricht. Und was angedacht ist, so ist es aktuell konzipiert, es würde auch so sein, dass die Studierenden dann zum Beispiel Sportunterricht haben und man dann im Teamteaching eine Stunde mit dem Sportunterricht begleiten würde, sodass es dann Situationen sind, die die Studierenden erleben, wo man dann die ja eigentlich das Sprachverständnis erweitern würde. Und wir haben das jetzt für die 11., also für den ersten Jahrgang erst einmal geplant, Entschuldigung. Und es sieht jetzt so aus, dass wir das so aufgeteilt haben, dass die entgegen des normalen Unterrichts, also normalerweise haben die 2 Stunden Religion und jetzt kommt dazu eine Stunde mehr. Normalerweise haben die 2 Stunden Englisch, es kommt auch eine Stunde mehr dazu. Und dann haben die Sport, wo sie normalerweise 3 Stunden haben und dann ist eine Stunde in Modulform noch einmal, ja, durch mich dann quasi im Teamteaching dabei. Und dann haben wir noch überlegt, eine Literatur-AG auch im Teamteaching zu machen, sodass diese Erzieher im Vergleich zum regulären Unterricht ein deutlich erhöhtes Englischangebot haben. Ja. Und das ist erstmal das, was wir anbieten möchten. Einmal als Gedanke, aufbauend auf die, die mit dieser Vorbildung kommen, aber auch ganz klipp und klar für die Erzieher, die mit weniger Kompetenzen kommen, die berufliche Welt an der Stelle fit machen möchten, weil sie natürlich im Kindergarten diverse Situationen haben, wo sie auch mal Englisch reden müssen, sei es die Mutter mit eventuell afrikanischen Wurzeln, die sich dann auf Englisch äußert und da möchten wir sie fit machen. Genau. Ja, und innerhalb der Arbeit kamen eigentlich diverse weitere Forschungsfragen noch auf. Aber das würde jetzt definitiv zu weit führen. Was mich an der Stelle interessieren würde, wäre nochmal, welche Forschungsfragen euch oder Ihnen in den Kopf kommen, weil ich jetzt auch gerade eben ja beim Vorstellen nochmal gemerkt habe, dass ich bin sehr in meinem Kopf und ich habe das Thema natürlich komplett durchdacht. Aber die Frage ist immer, welche Fragen noch da sind und auch gerade welche von wissenschaftlicher Seite noch einmal gestellt werden würden. Genau. Und dann dachte ich, kann man sich entweder hier austauschen oder auf der nächsten Folie hätte ich gleich nochmal die E-Mail-Adresse, falls jemand noch sagen würde, ja, das und das würde mich interessieren. Genau. Das wäre es erstmal an der Stelle.